Moin, moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on a Dream und heute möchte ich euch eine neue Firma vorstellen, in die ich investieren werde. Ja, also Spoiler Alert schon mal vorneweg. Worum es dabei geht, das zeige ich euch jetzt. Purple Innovation heißt die Firma. Es spielt sich im Matratzen- und Bettensektor ab. Eine Firma aus den USA, über die ich kürzlich gestolpert bin beim Screenen und auch bei einigen Videos, die ich so verfolge von einigen Kanälen, hat das so ein bisschen interessant ausgesehen. Deswegen wollte ich da ein bisschen näher reingucken. Und was ich so gefunden habe, das zeige ich euch jetzt. Ja. Erstmal vorneweg, was ist passiert? Ja, wir sehen hier den Einjahreschart von einem ursprünglichen Höchststand. Anfang letzten Jahres von ungefähr 40 Dollar sind wir hier mittlerweile, wie man sieht, auf ungefähr 9 Dollar und ein paar zerquetschte runtergebrochen. Warum war die Bewertung so hoch und warum ist sie jetzt so niedrig? Das zeige ich euch hier gleich im Verlauf. Dafür gibt es gute Gründe. Ja, aber vielleicht ist es gerade deswegen so interessant. Nur schon mal vorneweg, Marktkapitalisierung liegt momentan bei ungefähr 630 Millionen Dollar, wobei allein der Letztjahresumsatz 648 Millionen ausgemacht hat. Ja, zeigt einfach schon, ah, hier natürlich diese krasse Umsatzentwicklung. Und nicht schrecken lassen hier von dem Nettogewinn. Das liegt natürlich viel an den Investitionen, die sie tätigen. Aber die Umsatzentwicklung ist auf jeden Fall rasant. Und natürlich war das im Grunde der Auslöser dafür, dass die Bewertung noch Anfang des Jahres so heftig ausgefallen ist. Kurzen Überblick hier über die allgemeine Entwicklung des US-Matratzenmarktes. Da sieht man, dass das die letzten Jahre immer gestiegen ist. Ja, und insbesondere das, nicht nur das Volumen, aber vor allem das Volumen in den interessanten hochpreisigen Segmenten immer weiter steigt und insgesamt vom Gesamtumsatz aus der Sparte immer mehr Prozentanteile annimmt. Ja, also 60% kommen allein aus dem Premium bis Premium Plus Segment sozusagen. Und das ist eben das, wo Purple sich mit seinen Produkten bewegt. Was gibt es noch Interessantes? Die US Produzierer aus dem Bereich Betten und Matratzen. Hier sieht man die vielleicht bekannten Namen. Mir haben sie vorher alle nichts gesagt. Ich habe auch kürzlich ein Video über Sleep Number gesehen. Es hat auch interessant ausgesehen, aber mit deutlich weniger Wachstum. Und wie man hier sieht, innerhalb von ja, 3 Jahren hat man hier einen recht imposanten Marktanteil Zugewinn von Purple erzielen können im Verhältnis zu allen anderen. Ja, es gibt auch andere, die gestiegen sind, so wie Casper und Sleep Number, aber hier sieht man eben sehr, sehr moderates Wachstum oder eben bei den etablierteren eher Rückgang oder sagen wir mal stabile Verhältnisse bestenfalls. Und das haben wir ja gerade schon gesehen hier, das Umsatzwachstum nur noch mal, ja, auf der Zunge zergehen lassen, 80% hier fast im Jahresvergleich. Das wird sich für 2021 so nicht wiederholen. Aus diversen Gründen gucken wir uns gleich die Quartalsergebnisse einmal kurz an. Nur ganz kurz hier über die quasi historische Entwicklung in der Bettenproduktion. Was war so Stand der Dinge? Ja, also in den 70ern kamen hier Wasserbetten mit dazu, dann gab es irgendwann veränderbare Liegeflächen mit dem später diesen Memory Foam und ja, dann später auch die anpassbaren Matratzen. Und bisher, ja, über die letzten, sagen wir mal, 30 Jahre hinweg war die Entwicklung von den Standardbetten, wie sie früher gebaut wurden, hin zu dem Memory Foam, dann eine Kombination aus beiden und jetzt relativ aktuell 2020 ungefähr 5% Marktanteil hat eben so eine Geltechnik wie Purple Innovation sie verwendet für die eigenen Produkte. Ich muss gestehen, es sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. Ich habe das so selber noch nie gesehen, aber es scheint halt ein guter Mix zu sein aus Stabilität und Komfort, je nachdem, wie man es eben gerne haben möchte. Es gibt ja Leute, die lieber weicher schlafen, Leute, die lieber festere Untergründe haben. Und das scheint beides irgendwie so ein bisschen bieten zu können und eben auch dann an verschiedene verstellbare Fußlagerung oder Rückenlagerungspositionen anpassbar zu sein, eben aufgrund der Flexibilität. 90% des Umsatzes kommen momentan aus der eigenen Technik. Also sie haben selber dieses Material entwickelt und die Maschinen dafür gebaut. Damals zum Zeitpunkt der Präsentation hier im März 2020 waren es 8 Maschinen. Jetzt sind es mehr als 11 Maschinen, die sie haben.
wo sie halt selber die Maschinen entwickelt haben zur Fertigung. Das heißt, es gibt da auch ein bisschen dann ja, Schutzwall sozusagen gegenüber der Konkurrenz, die natürlich nicht so ohne weiteres das Produkt kopieren wird können, wie sonst bei Standardbetten, Wasserbetten oder eben diesem Memory Foam, also eben Schaum, möglich wäre. Plus, sie erweitern natürlich, abgesehen von den Matratzen, in immer mehr Segmente ihr Produktportfolio. Das natürlich für die weitere Umsatzentwicklung super wichtig. In den USA haben sie offensichtlich zweimal in Folge geschafft, Nummer 1 beim Customer Satisfaction, also Kundenzufriedenheit, zu erreichen in dem Bereich. Das zeigt mir halt schon auch, A, dass sie verstanden haben, dass das natürlich wichtig ist, insbesondere wenn man sich in einem Hochpreis-Produktsegment bewegt. Und B, dass sie offensichtlich auch nicht nur sich kümmern, sondern halt auch gute Produkte haben, weil sonst wären die Kunden nicht so zufrieden und der Marktanteil würde sicherlich nicht so rasant steigen. Das ist was, was ich super interessant finde. Wir haben ja gerade schon gesehen, dass sie 2020 ungefähr 650 Millionen Umsatz gemacht haben. Ihr eigenes Ziel in der Präsentation hier sind 2 bis 2,5 Milliarden Dollar mit einer ungefähr 15% EBITDA-Marge in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Ja. Und das hieße natürlich schon allein, dass sie vom jetzigen Zeitpunkt an ihren Umsatz verdreifachen wollen. Ja, das ist natürlich schon was, was sie auch erreicht haben in derselben Zeitspanne zurückliegend. Aber ist natürlich die Frage, irgendwann ist es natürlich nicht mehr ganz so einfach, ein ähnliches Wachstum hinzulegen wie am Anfang der Firmengeschichte. Wie wollen Sie das erreichen? Sie gehen davon aus, dass der durchschnittliche Verkaufspreis von Matratzen steigen wird, ja, und Sie natürlich auch Zusatzumsätze für Kissen und Ähnliches erwirtschaften werden können, was deutlich mehr eben ausmacht als momentan. Aktuell haben Sie ungefähr 13 Schauräume und Sie wollen das Ganze auf über 200 hochschrauben. Plus die Großhandelspartner sollen irgendwie sich auch nochmal um 50% erhöhen, ja, also Möbelhäuser, wo sie eben nicht nur alleine als Marke existieren, sondern als eine von vielen, soll sich auch nochmal deutlich erhöhen. Und sie sind schon, was ich super wichtig finde, weil es natürlich einfach Stand der Dinge heutzutage ist, so oder so schon von Haus aus in einem direkten Verkaufschannel auch an Privatkunden unterwegs. Also sie gehen nicht nur die Schiene über irgendwie Möbelhäuser, ob jetzt eigene oder als Teil in einem ganz normalen XXX Lutz oder wie sie halt alle heißen, ja, sondern sie machen eben auch schon direkt übers Internet Verkäufe an Kunden. Das ist die Roadmap, wie das Ganze erreicht werden soll, wobei man eben sagen muss, dass man da von 2020 Niveaus aus rechnet. Wir sind jetzt natürlich schon hier Ende 2021 bzw. Anfang 2022. Also ein Teil dessen ist schon im Laufen. Die Maschinenanzahl zur Produktion hat sich schon deutlich erhöht und das soll in etwa mit der internationalen Expansion soll natürlich dann letztendlich dazu führen, dass man diese Umsatzsteigerung erreichen wird können. Und das ist das, was ich gemeint habe. 65% ihres Umsatzes sind eben schon direkt zum Konsumenten und nicht über Verkaufsstellen, Möbelhäuser oder ähnliches. Also sie sind sich dessen bewusst. Plus, hier sieht man schon die Anzahl an Patenten, was sie halt haben, um ihr Produkt vor Nachahmern zumindest für ein paar Jahre schützen zu können. So sieht das Ganze bisher aus. Die Umsatzsteigerung haben wir schon gesehen. Das sind die Umsatzzahlen hier vom ersten Quartal 21. Die anderen beiden gucken uns gleich auch noch an. Die Verteilung des Umsatzes über direkt zum Kunden und über Großhandel habe ich ja auch schon gerade dargestellt. Und das ist eben das, was ich sehr interessant finde hier, dass bisher über 90% allein nur die Betten und Matratzen ausmachen. Also da ist natürlich noch sehr, sehr viel Spielraum dann für zusätzliche Produkte, um mehr Umsatz zu generieren. Und ja, allein in den letzten 3 Jahren sieht man schon, wie hier der durchschnittliche Verkaufspreis nach oben gegangen ist. Während sie auf der anderen Seite es geschafft haben, ihre Marge relativ konstant zu halten, jetzt mal abgesehen von den letzten beiden Quartalen, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Was ich sehr gut finde, ist, dass sie über die Zeit ihre Kosten schon runterschrauben, ja, was Marketing und Sales. G&A ist relativ konstant geblieben, plus minus, ja, um die 7-8%. Aber das ist natürlich super wichtig, dass da jetzt keine Kostenexplosion, während man in der Expansionsphase ist, auftritt, ohne dass es jetzt irgendwie
gute Gründe dafür gibt, sondern ganz im Gegenteil, dass man gerade beim Sales und Marketing sogar geschafft hat, die Kosten prozentual zumindest zu verringern. Wie sieht das Ganze vom Balance Sheet aus? Kurzer Blick, müssen wir natürlich immer im Auge behalten. Die kurzfristigen Vermögenswerte sind ein bisschen runtergegangen, sowohl was Cash angeht, dafür mehr Inventar zur Verfügung, aber nicht dramatisch, ungefähr 10%. Man sieht hier schon eine deutliche Steigerung in Property und Equipment, also in Fabriken, Hallen, Maschinen und so weiter. Die hat sich nicht ganz verdoppelt. Jetzt hier im, sagen wir mal, Jahresvergleich, auch wenn es nur die neuen Monatszahlen sind. Intangible Assets ungefähr gleich geblieben, unbedeutend im Verhältnis zu der Gesamtsumme, finde ich. Also sieht sehr, sehr ordentlich aus. Gucken wir nochmal kurz. Kurzfristige Vermögenswerte waren 200 Millionen und kurzfristige Verbindlichkeiten 133. Also auch das sieht sehr gut aus. Da wird man allein mit dem, was man an Inventar und kurzfristigen Einnahmen von, ja, schon ausgestellten Rechnungen zu erwarten hat, deckt im Grunde schon fast die Verbindlichkeiten fürs nächste Jahr ab, beziehungsweise das, was man an Bargeld hält und was an Rechnungen schon ausgestellt, aber noch nicht bezahlt ist, ebenfalls. Ja, also so oder so ist man auf jeden Fall gut aufgestellt. Ja, und ansonsten natürlich Verbindlichkeiten insgesamt deutlich unter den Vermögenswerten. Auch das ist für eine rasant expandierende Firma schon ein sehr gutes Zeichen, weil wir uns ja die Quartalsergebnisse gleich angucken. Nur nochmal kurzer Blick, was mir so in den letzten Firmen, die ich mir so angeguckt habe, immer aufgefallen ist und oftmals negativ aufgestoßen: die Aktienvergütung. Da muss ich sagen, ja, natürlich, sie ist im Jahresvergleich quasi um 50% gestiegen, aber im Verhältnis zum Umsatz macht das hier gar nichts aus. Das ist ja nicht mal 1%. Also da sind wir auf jeden Fall guter Dinge, würde ich sagen, dass wir keine bösen Erlebnisse haben werden. Wobei man aber natürlich aufpassen muss, es sind schon in den letzten Jahren einige Aktien dazu ausgegeben. Ja, also Dilution ist schon noch ein Teil der Finanzierung gewesen. Das möchte ich hier an der Stelle deutlich ansagen. Ja, guckt euch da die Zahlen ganz genau an. Aber gehen wir einfach mal weiter. Was ist passiert? Also, ungefähr ersten, zweiten Quartal 2021 gab es einen Unfall in der Produktion, wo offensichtlich jemand ums Leben gekommen ist. So habe ich das verstanden. Das ist das, wie es den Eindruck erweckt. Jedenfalls haben sie dann einiges an Sicherheits- und Produktionsverbesserungen vornehmen müssen, was auch dazu geführt hat, dass sie ungefähr 10 Wochen bis hin zum Mitte Juli deutlich weniger, ja, prozentual Level erreicht haben und demzufolge natürlich einiges an aufgestauten, noch abzuarbeitenden Verträgen oder Bestellungen hatten, was sich natürlich negativ, weil sie es nicht direkt ausliefern konnten, auf die Zahlen für Q2 und Q3 auswirken wird. Logisch, ja, weil wenn ich dann erst irgendwie Mitte Juli wieder anfangen kann, auf maximale Auslastung zu produzieren, dann heißt es ja nicht, dass ich im dritten Quartal schon gleich alles, was ich quasi wieder mit voller Auslastung produzieren konnte, ausliefern konnte. Und demzufolge werden sicherlich, ja, und haben auch die Umsatzzahlen drunter gelitten. Gucken wir einfach mal rein, wie ist das hier in der Entwicklung gewesen? Erstes Quartal 2021, 186 Millionen Dollar Umsatz mit einem Jahresvergleich Increase, ja, von über 50%. Net Income 21 Millionen Dollar. Adjusted EBITDA nicht ganz 23. Und dann kommen eben die Auswirkungen dieser Produktionsausfälle, die sich hier schon im zweiten Quartal mit Umsatz von 4 Millionen weniger, ja, zum Ausdruck gekommen sind als im ersten Quartal, ja nur noch 182,5 Millionen. Auch die Marge ist ein bisschen zurückgegangen, logisch, weil du natürlich Kosten laufender hast und insbesondere, weil ja auch weitere Maschinen hinzugefügt wurden. Aber natürlich dann dir der Umsatz gefehlt hat. Und im dritten Quartal ist das Ganze sogar auf 171 Millionen runtergegangen. Ja, also das auch, mal abgesehen von der Dilution, sollte man auf jeden Fall sich bewusst sein, dass das eine ist natürlich die Planung und die Guidance, die das Unternehmen sich vorgenommen hat, als Ziel gesetzt hat. Das andere ist die aktuelle Entwicklung, was aber aus meiner persönlichen Wahrnehmung nachvollziehbar ist, dass auch hier die Marge noch weiter runtergegangen ist,
einfach aufgrund der Tatsache, dass über so viele Wochen Maschinen stillgestanden sind und du natürlich trotzdem deine Belegschaft zahlen musstest und die ganzen Fixkosten weitergelaufen sind. Ja? Warum finde ich das Ganze trotzdem interessant? Natürlich, klar, wenn sich der Aktienkurs irgendwie hier auf 25%, ja, von vor einem Jahr runterbricht, obwohl der Gesamtjahresumsatz, ja, im Verhältnis zu den 650 Millionen hier von 2020, werden wir auf jeden Fall bei 720 plus minus dieses Jahr landen. Also reden wir von einer ungefähr 10-15% Umsatzsteigerung, je nachdem, wie das vierte Quartal ausfallen wird. Und von einem Seeking Alpha Artikel, der ungefähr im zweiten Quartal 2021 rausgekommen ist, gab es halt dann hier schon die Aufmerksamkeit, also die Info dazu, dass, ne, man aufpassen muss, weil eben die Maschinen stillstanden, dass aber etliche neue, wir haben ja in der Präsentation gesehen, dass 8 Maschinen als Produktionskapazität angegeben wurden. Mittlerweile sind sie offensichtlich schon auf 11, was das Ziel bis Jahresende ist. Und das soll, weil eben die Maschinen schon die Next Generation Maschinen sind, die hier hinzugefügt wurden, die 50% mehr Output haben, aber gleichzeitig sogar auch noch 50% weniger Arbeitsleistung durch Menschen benötigen, wird das natürlich eine massive Produktionssteigerung hier bewirken können. Die ist natürlich nicht vom ersten Tag an ersichtlich in Ergebnissen, aber das ist eben was, weshalb ich glaube, dass das Quartalsergebnis für das vierte Quartal dem Lieselbaan könnte schon heftig ausfallen, ja, weil natürlich so viel aufgestaute Bestellungen sozusagen nicht abgearbeitet werden konnten. Könnte sein, dass da schon ein massiver Umsatzspike nach oben kommt oder eben erst im ersten Quartal 2021 jetzt. Das wird sich zeigen. Aber allein mit dem, was sie selber vorhaben an Showroom-Eröffnungen, ja, wir haben in der Präsentation gesehen, dass sie von 13 eigenen Verkaufsstellen zu über 200 gerechnet von 2020 an, ja, also ein Jahr ist jetzt ja auf jeden Fall zumindest schon quasi Fortschritt erzielt worden, das Ganze aufstocken wollen, plus auch noch die Großhandelsgeschichten um 50% im selben Zeitraum erhöhen wollen, wo sie halt als Marke vertreten sind. Also schon allein das mit dieser Produktionssteigerung, finde ich, macht es für mich selber glaubwürdig nachvollziehbar, dass das hier nur ein Zwischeneinbruch war, was hier im zweiten und dritten Quartal als Umsatz erzielt werden konnte, insbesondere weil sie eben natürlich die ersten Jahre hier um irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70% im Schnitt gewachsen sind, sehe ich durchaus, dass das Wachstum sich für die nächsten ein, zwei Jahre wieder beschleunigen könnte, auch wenn wir natürlich von höheren Größenordnungen reden. Und wenn wir es einfach nur mal ein bisschen, ja, 1,5, 2 Jahre in die Zukunft projizieren, sehe ich dann realistisch, weil sie selber angegeben haben, dass sie ungefähr in 15 Monaten es schaffen, eine neue Verkaufsstelle quasi gewinnbringend zu machen und mit einer Investition von 600, ungefähr 600, 700.000 Dollar erreicht man in dieser Zeit üblicherweise einen Umsatz von 2 Millionen, ja, also von 15 Monaten ungefähr, geben sie selber an, ist so bisher deren Erfahrungswert. Und das hieße natürlich, wenn sie tatsächlich ihre Verkaufsstellen, ihre eigenen, derart massiv erhöhen, ja, und wenn es nur 50 sind, die jetzt bis Ende 2022 online kommen, von den über 200 geplanten bis 2025, dann würden wir schon mal davon reden, auch wenn die natürlich nicht alle schon gleich 2 Millionen Umsatz vermutlich generieren, sondern nur einen Teil davon. Aber dann kommen wir natürlich sehr, sehr schnell schon eher in die Milliarden Umsatzgrenze, ja, von den 2 Milliarden, die sie anpeilen in diesem Zeitraum oder 2,5, besser gesagt. Und mit einer 10-15% EBITDA-Marge hieße das, wir haben schon 150 Millionen EBITDA in den nächsten 1, 2 Jahren zur Verfügung. Wenn wir da eine nur 1 zu 10 Bewertung für eine rasant wachsende Firma zugrunde legen, dann müssten wir hier natürlich 1,5 Milliarden Firmenbewertung sehen. Ja? Etwas, was es hier, ja, man kann das nicht ganz 1 zu 1 so umrechnen, nur weil der Kurs hier vervielfacht war. Es sind natürlich etliche Aktien in der Zwischenzeit auch zur weiteren Finanzierung ausgegeben worden.
Also das ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, aber faktisch, ja, dürfte hier in dem Zeitraum meiner Meinung nach, einfach weil das Wachstum derart heftig ausfällt und auch in Zukunft wieder ausfallen dürfte, dürften wir einen ganz anderen Multiple hier sehen. Ja, insofern bin ich einfach guter Dinge, dass ich da tatsächlich investiert sein möchte, dass das eine der Turnaround-Geschichten ist, ähnlich wie wir jetzt in letzter Zeit sehr, sehr gut gefahren sind mit anderen Geschichten, die einfach, ja, eine relativ niedere Bewertung im Verhältnis zur eigenen Wirtschaftskraft haben. Wir sehen ja hier schon allein, die Marktkapitalisierung im Vergleich zum Umsatz ist schon unter 1. Klar, es gibt natürlich diverse Branchen, die das so üblicherweise haben. Ja, finde ich auch okay, insbesondere wenn man bedenkt, dass der wirklich erwirtschaftete Gewinn momentan noch nicht existent ist, weil natürlich alles, was sie verdienen, wenn sie was verdienen, in die weitere Expansion gesteckt wird. Also ja, aber allein von den Wachstumsraten her sollte das natürlich meiner Meinung nach sich sehr gut entwickeln. Insofern, das hier die Ankündigung ist natürlich vielmehr keine Kaufempfehlung. Ja, das bitte nicht falsch verstehen, aber ich sehe das persönlich ähnlich wie Dinge, wo wir jetzt kürzlich investiert haben, was ich auch in einem der nächsten Videos ein bisschen genauer mir angucken möchte. Ich sehe das ein bisschen ähnlich wie Dropbox, Micron, Nokia. Dinge, die sehr, sehr guten Umsatz erwirtschaften oder sehr, sehr gute Steigerungszahlen haben und einfach im Verhältnis die Marktkapitalisierung das so nicht wiedergibt. Und wir sind mit denen in den letzten 12, 15 Monaten sehr, sehr gut gefahren. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das hier ein ähnliches Ergebnis liefern wird. Ob das der Fall ist oder ob es erstmal noch weiter nach unten geht, das ist natürlich die Frage, ob das hier schon das Ende der Talfahrt ist oder nicht. Ich weiß es nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir von hier an noch einen 50-prozentigen Rückgang sehen. Es sei denn, es kommt tatsächlich ein massiver genereller Markteinbruch. Dann kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall kurzfristig auch drunter leiden wird, in ähnlicher Größenordnung. Aber ja, ich bin zuversichtlich, dass ich hier mit dem Einstieg jetzt ein gutes Niveau erwische. Ja, das Video kommt natürlich immer vor meinem tatsächlichen Einstieg raus. Ja, keine Sorge. Auch das bleibt natürlich nach wie vor gegeben. Aber ich wollte euch einfach so schnell wie möglich darüber informieren, dass sich das hier verändern wird. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich auch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, denkt dran, arbeitet mal auch in eurem Traum. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.